So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Unboxing. Und zwar zu einem kleinen Special Unboxing, was ich euch heute hier präsentieren darf. Ja, was für ein Special Unboxing, ihr seht schon. Heute nicht nur von Loot Chest, wie sonst auch immer, sondern auch von You Try Me. You Try Me hat eine kleine Kooperation mit Loot Chest gehabt, oder haben sie immer noch in dem Sinne, und haben eine, ja, wie es da so schön sieht, eine kleine Gamer Snack Box rausgebracht, so eine kleine Gamer Snack Mystery Box. Ich zeig euch das kurz mal. Betonung auf klein. Deswegen, ne, nicht wundern. Ich mache das genau wie bei meinen Loot Chest Unboxings. Ich habe hier rechts meine Box stehen. Ich hole die Sachen raus, zeige sie euch an die Kamera. Ne, wie immer. Aber ebenfalls wie ihr von meinen Loot Chest Unboxings kennt, habe ich auch mal wieder eine DHL. Sorry. Vorweg. Ne, aber und da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas hatte ich noch nie. Sowas hatte ich wirklich noch nie. Ich nehme das Video hier am 9.9., also am Montag 9.9. auf. Gerade so 2:30. Nachmittags natürlich. Ne? So. Ich habe eben gerade dieses Paket abgeholt von meiner Packstation des Vertrauens. Und muss ganz ehrlich zu sagen, ich dachte, es wird reibungslos alles laufen. Aber okay, das Paket haben sie versucht am Samstag, dem 7., gegen 10:30 morgens mir zu liefern. Leider musste ich natürlich dahingehend am Samstag bis 12 Uhr arbeiten. Das heißt, ich war nicht zu Hause. Das heißt wiederum, sie haben es natürlich zur Packstation gebracht. Okay, ich komme, ne, 12 Uhr Feierabend. Komme dann, ne, danach nach Hause, sehe den DHL-Zettel, ne, guck wirklich nur so tunnelblickmäßig drauf, also wirklich gar nicht richtig realisiert, so von wegen, ne, guck drauf, ah, okay, haben es dann versucht, bei der Packstation liegt es jetzt, kann ich Montag ab 12 abholen. Okay. Nichts weiter, weil es war ja ein Brief, diese Karte, DHL-Karte, die standardmäßige, die einfach in meinem Briefkasten lag. So, jetzt bin ich natürlich heute dahin und habe das, zur Parkstation, habe die Karte einer Mitarbeiterin mitgegeben. Sie geht nach hinten ins Lager, kommt nach 5 Minuten wieder und fragt, also geht hinterm Tresen, scannt auch den Strichcode, ne? Sie kommt ohne Paket wieder, wohl bemerkt, ne? Scannt den Strichcode, guckt auf dem PC. Also die, so und so heißen sie ja nicht. Hier steht der und der Name. Und ich dann so, ja, hier mein Perso, ne? So. Hab mein Perso hingegeben, ja, Herr so und so. Hier steht eine Frau so und so auf ihrem Zettel drauf. So. Hä? Kann doch eigentlich nicht sein. Ja, ich guck mal wegen mit ihrem Perso nochmal, ob wir hinten ein Paket für sie haben. So, geht dann mit meinem Perso nach hinten. Hatte aber die Karte mir natürlich wieder in die Hand gedrückt. Ich guck die Karte an. Straße ist richtig. Hausnummer ist richtig. Postleitzahl Stadt ist richtig. Absender, ja, You Try Me. Von dem erwarte ich ja ein Paket. Aber der Name ist falsch. Da haben sie, das ist das Geilste überhaupt, auf die Karte, also der DHL-Bote hat im da ausgedruckt, diesen Aufkleber auf diese Karte geklebt, im Strichcode war mein richtiger Name hinterlegt. Aber
Da, wo mein Name stehen sollte, war ein Frauenname. Und ich guck so, das kann gar nicht sein. Mit dem Nachnamen wohnt keiner bei uns im Haus. Und ich denk mir so, hä? So, natürlich haben sie dann das Paket gefunden und ich hab's konstant ja natürlich mitnehmen, weil hier auf dem Paket sind überall Aufkleber und Name raufgeschrieben und so. Von mir. Nicht von der Frau, wo der Name auf dem Zettel stand. Ding. Sehr geil. Schon wieder. So. Aber nach 6 Minuten fangen wir jetzt auch mal an. Ja. Die Box hatte, glaube ich, so um die 40 Euro gekostet. Sollte Wert von 120 Euro drin sein. Mal gucken. Ne? So. Und da es eine Snackbox ist, wird natürlich kein T-Shirt wie bei Dutchess drin sein. Aber ich zeige euch trotzdem, was ich da so habe. So. Fangen wir mal. Ich greife einfach irgendwie rein. So, das erste, was wir haben, ist Mitsuba Street Food Snack Mix. Ne? Thai Green Curry Style Mild. Ne, haben wir schon mal das. So, das nächste. Doch. Welcher Gamer braucht das nicht? Erstmal ein Wilkinson Hydro 5 Skin Protection Regulär Rasierer. Alles klar. Ne, ich meine mal, rasieren brauche ich, muss ich auch bald wieder, aber ich habe einen elektrischen Rasierer, da brauche ich eigentlich keinen Sonnenblick. Okay. Dann ein kleiner Red Bull. Nehme ich. Nächste. Wieder Street Food. Street Food Crunch San Diego. Chili, Mais geröstet, Rosinen, gesalzene Erdnüsse, Tortilla Chips und Lime Choco Crunch. Spicy. Ja, nehmen wir. Mal mal, ne, selbst das Ding ist jetzt noch bis Mitte nächsten Jahres haltbar. Ich bin ja, ne? Anfang nächsten Jahres. Und oh, sogar bis Mai 26. Also das ist ja schon mal, ne? Wenigstens haltbar sind die Dinge. So, dann das nächste. Komm. Chorizo Snacker Vegan. Ach du Scheiße. So ein einzelnes Beefy. Ding aber vegan. Haltbar bis 7.9.25. Also auch bis Ende nächsten Jahres. So ein veganes Würstchen. Entschuldigung, aber ne, ich bin nicht vegan. So. Was haben wir denn da drin? Ein Alu verpacktes Etwas. Will ich überhaupt wissen, was da drin ist? Kann ich überhaupt wissen, was da drin ist? Muss erstmal gucken, wo ich das hier aufkriege. Ich meine, wenn die es in Alu packen. Naja. Also Alu-Polsterfolie ist das, so eine Alu-Polsterfolie. Wer weiß. Aber ich sag mal so. Sie haben es als Gamer Snackbox deklariert. Also beworben und Gamer-Snackbox-mäßig. Ne? Ich meine mal Red Bull, die kleinen Knabber-Sachen, auch dieses vegane Würstchen, okay. Ne? Aber der Rasierer, das verstehe ich jetzt gar nicht. Ne? Dann wollen wir mal... Wie seid wollen wir es... Wie sehr wollen wir es einpacken? Antwort ja.
Scheiße. Okay, da habe ich was, da habe ich was, da habe ich was. Da habe ich was. Ah, hier die zwei. Der ewige Kampf. Ich gegen Tesafilm. So, jetzt habe ich's. Also, wir haben hier zwei Sachen in dem Ding drin. Erstmal ein Kaffee Latte, der witzloserweise geht hier gar nicht mal auf. Müsste ich später genauer suchen. Und noch ein in Pappe verpacktes etwas. Und wenn sowas in Pappe oder Papier verpackt ist, erinnert mich das, und auch vom Gefühl her, erinnert mich das meistens an so Bedientheken-Kram. Also sowas von einer Fleischbedienung oder so. Deswegen bin ich gespannt. Einfach nur so ein weißes Ding. Sollte das vielleicht ein Kühlpack sein oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Das erinnert mich ein bisschen an so ein Kühlpack. Aber so ein Ding, Kühlpack, da ist keine Beschriftung drauf oder so. Also, aber so eingepackt in Papier? Ich weiß ja nicht. Auch auf dem Papier ist nebenbei einfach nichts drauf, ne? Keine Ahnung. Es fühlt sich an wie Joghurt. Nebenbei. Keine Ahnung. So, nächste. Haben wir Minis Knabberspaß vegan. Ne? Das sind so kleine vegane, so rum gehört's, Hafer Kakao-Nuss-Kekse von Brand. So, dann haben wir noch ein Getränk. Und zwar Tonin Recharge Yourself Energy Energize Re-Energize Drink mit Melatonin und Vitaminen. Finde ich interessant, weil ist Melatonin nicht eigentlich das? Ja, hier. Ich wollte gerade sagen, hier steht es nämlich auch drauf. Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen. Und hier steht aber Re-Energize drauf, ne? Finde ich interessant. Also das kann man trinken, so kurz vorm Einpennen. So, dann haben wir Goodie. Ein Goodie Limited Phoebe Edition Eistee, Orange-Minz-Geschmack. Also, ne, so ein Eistee-Päckchen 05er, weniger Zucker, Orange-Minz-Geschmack. Okay. Probieren geht über Studieren, ne? Wie man so schön sagt. Dann haben wir hier ein kleines Fläschchen. Was bist du denn? Tee Balls Energy Power Tea. Best Drink Ice Cold. 6 bis 8 Balls Sparkling Water. So, ne? Da sind so kleine Kügelchen drin. Und so wie ich das jetzt verstehe, schmeißt man sie in so Sparkling Water, also in so Zelda rein. Und dann so 6 bis 8 Bells. Und man hat dann so eine Tee-Energy-Geschichte. Interessant. Probiere ich auch. Also, ne, alles, was ich, oder fast alles, was ich auspacke, die Kaffee Latte werde ich mal weitergeben, aber also
Weißt du, was ich hier auspacke, werde ich dann auch selber probieren. So, dann haben wir eine Duftkerze und zwar aromatische Gamer-Duftkerze. Das ist eine dieser nebenbei Kerzen, die ich beim Luchess.store gesehen hatte. Also so eine kleine Duftkerze. Kopfnote Himbeere, Orange, Eukalyptus, Frischluftakkord, Herznoten sind rote Johannisbeere, wilder Salbei, Zuckerfeilchen. 100% Wachs, Sojawachs. Okay. Nächste. Wird heute eine längere Folge wohl bemerkt, ne? Okay, es gibt ja diesen Energy, diesen Effekt Energy. Und hier habe ich eine Packung Effekt Ice Sticks. Also wenn ich das richtig sehe, sind das so von den Effekt Energy Sorten so kleine, wie so Wassereis, die man einfrieren kann und dann ist das halt, ne? Man friert die ein und hat dann so ein Eis in den Geschmackssorten. Kann man machen. Nebenbei hier ein bisschen voll auf den Tisch. So, nächste ist mal wieder eine Flasche und zwar eine Punika. Eine Multivitamin-Punika. Nehmen wir. Punika trinke ich auch gerne. So, dann haben wir. Leider sind die Sachen ein bisschen zerbröselt alles. Wieder Minis Vegan von Brand. Aber diesmal Hafer-Karamell-Sorte. Dann haben wir als nächstes Gamer-Gummis. In Space Invader. Das sind so kleine Gummibärchen in Space Invaders Form. Bin ich gespannt, wie die schmecken. Ja. So. Dann das fällt schon aus der Packung raus. Wer braucht's nicht? Die gute Balea Man Feuchtigkeitscreme für 24 Stunden. Ne? Leider ist wohl durch den Transport einiges so ziemlich zerbröselt und so. Muss ich schauen. Schade. So, die nächste Dose. Ein Raucheistee. Raspberry Marshmallow Taste Special Edition. Interessant. Probieren wir. Will ich? So. Dann haben wir hier. Oh, ein Stressball. Den brauche ich auf jeden Fall. Gerade wenn man bedenkt, wie viel Scheiße momentan läuft. Ein Stressball, aber ein Deadpool-Stressball natürlich. Finde ich geil. Ne, die Stressbälle sind diese Bälle, die du zusammen hauen kannst und dann wieder in Form gehen. Dann haben wir auch wieder total zusammengeknüllt. Alpenbrezel, knusprige Brezenstücker. Was? Also Laugenbrezel mit Käsegeschmack. Okay. Also vieles davon ist wirklich so zum Snacken und so nebenbei. Aber gut. Dann haben wir hier. Bamboo Brush X Tentabs.
sieht mir nach Strohhalmen aus. Und zwar nach so Bambusstrohhalmen, werden das höchstwahrscheinlich sein. Ja, ne, da sind so Dings drin. Ich vermute mal, das sind Bambusstrohhalme. Weil. Ah, nee! Sie ist ja jetzt erst anhand des Bildes oben vorne draus. Das ist eine Bambus-Zahnbürste. Okay. Dachte erst so Bambus-Strohhalme gibt's doch. Ah, nee, eine Zahnbürste. Ist klar. Weil man ja nicht so, ne? Sowas nicht hat als Gamer, ne? Dann passen dazu die Zahnputztabletten, ne? Haben wir da noch Salmiak-Dragee. So kleine Dragees. Und so Salmix Schoko-Weiß. Das hört sich schon mal geil an. Ne, Schoko-Weiß, weiße Schokolade mag ich. So. So, dann haben wir natürlich auch wieder, ne, Balea Man Clean Up Anti-Pickle Patches. Alter, sorry, you try me. Ne, als was haltet ihr Gamer uns eigentlich? Ne, als dieses Klischee, das ist so klischeehaft, Gamer sind einfach nur dicke, fette, picklige Dings. Okay, ich bin dick, fett, aber nicht picklig, ne? So dicke, fette, picklige Dings, die sich hier nicht sauber halten können und. Also das ist ja schon Klischee hoch 10. Was haben wir da? Da haben wir. Loot Stack Devil Fruits Game Booster. Das gefällt mir. Das scheint so eine, wie bei Holy Energy und so. So eine, ne, Shaker-mäßige Erfrischungsgetränksgeschichte sein. Also so Pulver, was man mit Wasser aufmischt. So. Im Shaker. Aber auf auf Teufelsfrüchte bezogen. Also One Piece. Finde ich geil. Finde ich geil. So. Ja. Was haben wir denn hier? Noch eine Dose. Sundry Mino 196 Double Lemon. Ah, okay. Also die Dose werde ich auf jeden Fall weitergeben, weil die hat Alkohol drin. Und zwar 10%. Das ist so ein Alkohol-Mix-Getränk mit Wodka und Schuhu. Ne? Ja. Werde ich mal weitergeben. Mal gucken, vielleicht. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack und Wodka. Und Schoschu mit Süßungsmittel. Alkohol 10%, wohl Wodka. Ja, da muss ich mal gucken, ne? Ich das mal weitergebe. Das ist, ne, nicht so ungut, aber ich trinke keinen Alkohol. Deswegen. Aber das können die ja nicht wissen. Ne? Das können die ja nicht wissen. So, da unten ist noch was. Okay. Wieder in Papier gehauen. Ja. Oh, schön. Von Just Spices. Einmal schön Chili con Carne. Das finde ich ja schon mal stylisch. Ne? So ein 400 Gramm Glas Bio Chili con Carne. Aber auch nur bis Ende Oktober haltbar.
diesen Jahres, wohl bemerkt, ne? Also bis Ende nächsten Monat. Also. So, nächster. Wieder sowas. Bin ich ja mal gespannt. Ah, sind aber diesmal Flaschen. Und zwar. Likör. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber es hat nun mal den Namen. Ficken. Das ist Ficken. Und da, und dann. Ah, das kommt davor, ne? Das Kuscheln. Alter, Leute, ich trinke keinen Alkohol. Was soll ich mit dem Scheiß? Sorry, aber ist so. Die echt an Kollegen weitergeben, echt. So, dann haben wir da noch eine Flasche. Lass mich raten, noch mehr Alkohol. Würde mich nicht mal wundern. Ja, was soll man sagen, ne? V plus. V plus Energy. Ihr wollt mich besoffen machen, seid ehrlich. You try me. So, hier haben wir das nächste Päckchen. Und hier haben wir ein OMG Bubble Tea. Lemon Popping Mango Flavor Bubbles. Interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bubble Tea war nie wirklich meins. Also so im Allgemein, ne? Aber den kann man wenigstens mal probieren. Wie gesagt, Bull trinke ich ja nicht, deswegen sind so die Dose und das V Plus und die, auch die kleinen Fläschchen nicht so meins. So, das sieht mir wieder nach einem Döschen aus hier. So, Batzi. Cola Orange Limonade mit Koffein. Hat den Ursprung in Bayern. Okay. Das ist wenigstens Limonade. Das ist kein Mischgetränk, so wie ich das sehe. Ne? Zumindest ist hier nirgendwo eine Angabe von wegen, da wäre Alkohol drin. Das heißt, das kann ich auch probieren, wenigstens. Alter, mein ganzer Tisch sieht so ein halber Berg hier nur an Stuff aus diesem Karton, ey. So, dann haben wir hier noch mehr von diesen Dragés. Also noch eine Packung. So, jetzt gucken wir mal. Habe ich irgendwas übersehen von den eigentlichen Kram? Da kommen jetzt nur noch die ganzen Karten. Ist noch eine von den Teufelsfrüchten Loot. Okay, jetzt kommen nur noch der ganze Kartenkram, so wie ich das sehe. Also. Ja, da haben wir das für die Zahnbürste und den Dragés. Also diese Zahntabletten. Hier haben wir. Auf. Ah, nee, ein Code für Game Fairy. Okay. Ja, so ein, ne? Ja, so ein kleiner Rabattcode. Dann haben wir natürlich Werbung für den Buzzy Shop. Für diese Cola Mix Merch Geschichte. Nächste ist dann für diese veganen Würstchen noch ein Dings.
Dann natürlich, das kann ich aber auch gut empfehlen, zum einen Loot Chest, zum anderen T-Nerds. Ne? Loot Chest, auch mit Rabattcode witzigerweise. Und bei T-Nerds ist da auch ein Rabattcode tatsächlich mit bei. Ist schon mal nett gemacht. So, dann haben wir als nächstes Night Peak. Gutschein. Also das steht hier hinten. Ne, so ein oh, das ist ein Steam-Spiel. Installationsanleitung bei Steam mit dem Code aktivieren wir ein Produkt. Witzig. Das Spiel nennt sich Blast Regard. 100% Gutschein. Den aktiviere ich mir nachher. Mal gucken, was das für ein Spielchen ist. Dann natürlich hier für diese T-Balls Energy Werbung. Dann haben wir hier von den Street Food einen 15€ Gutschein. Ne, der natürlich ist der Gutscheincode auf der Rückseite. Den zeige ich euch jetzt gerade mal nicht. Ne? Dann haben wir die exklusiven Duftkerzen. Ne? Die man ja auch im Dings gesehen hatte. Die es ja auch im Dings gab. Dann nochmal ein 10€ Rabattgutschein für Try Me. Und eine Werbung für den, beziehungsweise hier unten ist sogar so ein 50% Rabatt für so eine Wilkinson Hydro Kling. Bei DM sogar einlösbar. Bis zum 1.3. Nett? Wie gesagt, aber eigentlich habe ich ja mein Dings. Also ich muss sagen, es hat mich überwältigt, was hier eigentlich alles drin ist. Ne, gerade so Getränke wie Punika, wie diese komischen Dings, Goodie, Eistee und auch ne, Red Bull, beziehungsweise diesen hier, ne, den Raucheistee, ja, und auch diese Teeballs werde ich höchstwahrscheinlich dann auch probieren. Ne? Werde ich natürlich probieren, genauso wie Chili Con Carne, Bubble Tea, so solche Sachen. Oder hier diese Loot Fruits. Was ich natürlich weitergeben werde, ist sowas wie das V Plus, wie diese komische Mischung, Mischdose und so ein Kram. Einfach mal, weil das, wie gesagt, Alkohol enthält und ich trinke keinen Alkohol. Aber per se, es ist viel, muss ich zugeben, aber es ist auch verständlich als Gamer-Box, sage ich jetzt mal, Gamer-Snackbox, weil, ne, gerade solche kleinen Dosen oder mal ein V Plus für die Alkohol trinken, beziehungsweise die Energies und so, ne, mal nebenbei beim Zocken, okay, auch mal snacken nebenbei, so ein paar Sachen, ist auch vollkommen geil, ne, vieles, oder eigentlich fast alles, was da so großartig zum Snacken gibt, probiere ich, wenn es mir nicht schmeckt, gebe ich es weiter, ne, ja, finde ich cool, ne, diese Gamerbox, für die Leute, die es, ne, vieles mögen davon, kann ich es auch empfehlen. Wie gesagt, es war, glaube ich, um die 40€, die ich da ausgegeben habe. Und der Markt, das Ding soll in der Inhalt von 120€ haben. Ja, sehe ich. Gerade zu den heutigen Preisen sehe ich es. Ne? Ja, dementsprechend werde ich euch natürlich für den Link für YouTryMe, Loot Chest und so weiter unten in die Videobeschreibung schreiben. Sollte natürlich meine beiden lieben Kollegen GamerDico und Wolfi natürlich auf dieses Video reacten, wie sie es auch bei meinen ganzen Loot Chest Unboxings machen, dann auch natürlich liebe Grüße
an die beiden raus. So, 35 Minuten sollten aber für ein Video auch reichen. Deswegen werde ich hier auch dieses Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Loot Chest Unboxing, was ja auch diesen Monat noch kommen soll. Soll, ne? Ich meine mal, vom August hatten wir ja auch leider erst hier im September bekommen die Box. Aber sofern sie kommt, werde ich euch da natürlich ebenfalls ein Unboxing zur September Loot Chest natürlich machen. Und dementsprechend werde ich mich ein bisschen hier durch snacken und alles. Also dementsprechend tschüss, ciao, euer Levers.